Was geht ab, Leute, Nerdalert Games, und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Auf zum Camp. Wir haben die erfolgreich abgeschüttelt, wir sollen also auf der sicheren Seite sein. Gucken, was Lenny zu sagen hat. Ich finde das Outfit momentan richtig geil von dem. Schwarz, locker. Einfach easy. Ich bin gespannt, ob wir nochmal ins Schneegebiet kommen, aber fürs Erste wird es, denke ich, ein bisschen sommerlich bleiben. Verdammt, 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 nicht wieder gegen Baum. Das Pferd braucht echt mal eine Pause. Wir legen uns gleich mal pennen, dann sollte das eigentlich passen. Mein Gott, das Pferd hat gelitten in der letzten Zeit. Irgendwo mal dran stellen. Der Wildschweinfell auf dem Weg mal mitgenommen, man kann ja nie wissen. Komm her, ich laufe nicht komplett hier rum. Mega Outfit, oder? Komplett so in Schwarz. Schon geil. Hey, Arthur. So, erst pennen legen. Der Schnurrbart, ey, what the hell. Ob der noch dicker werden kann? Ach, wo ist wieder die Scheiße? Da. Anlabern. ich würde sagen, bis zum Abend. Dann machen wir einen Auftrag in die Nacht hinein. Mache ich auch selten. 19 Stunden Penner sollte passen. Hier sind wir auch schon wieder. Mr. Morgan fancies himself a lawman. Guten Morgen, Mr. Morgan. Ja, war schlecht. Schau mal, was er zu sagen hat. Yes, kid. You got a lot on? Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings, sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckoned there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies guarding it? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. mega Plan, oder? I was hoping you'd be. Weil der Bart ist gut gewachsen, ne? Ich lass ihn erstmal dran. It's gonna be something, all right. We'll see. Ah, ich hab vergessen, bei Pearson vorbeizugucken. Ich glaube, ich kann ihm das Fell geben. Ansonsten muss ich es irgendwo verticken. Ich glaube nicht, der kocht ja nur. Ah, fuck it. Irgendwo verticke ich das schon. Ah, ich kann es leider nie ins Lager rufen, aber es sollte jetzt wenigstens erholt sein. Vielleicht striegeln wir das Ding noch einmal ganz kurz. Reite so wenig durch Wasser. So oft die Chance dafür. You need help there, old man? Sollte reichen. Come on, it's this way. On me. Tja, tja. Wird sowieso wieder alles schief gehen, was schief gehen kann.
So, direkt ausrüsten, sonst vergesse ich die Hälfte gleich wieder. Oh shit, ich habe fast gar keine Munition mehr. Dann müssen wir Flintengeschoss nehmen. Sollte sowieso ein bisschen weiter schießen. Das haben wir auch da. Das Messer hier. Die Lampe benutze ich so gut wie nie. Brandsatz. Wurfmesser könnte ich mir eigentlich auch besorgen. Ah, es wird halt immer noch nicht genug vom Spielen. Das sollte passen. No. Well, yes, but no, that's not how I might have met them. I think some of them harangued me and Sadie when we were coming back with supplies. Mrs. Adler? Yeah, and Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. She's terrifying. But I got a notion these fellers is one and the same. Yeah, we won't find no shortage of angry Peckerwood idiots in the state of Lamorne. That's for sure. Is it really that different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys got a manner about them, but I haven't necessarily noticed. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. I call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a glance or a word. And after that, a visit in the night. Out west, it's... Out west is out west. And you're all who you are. Decent folks. But some places down here, they judge differently. Well, guess it can't be so easy for you, Lenny. Sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shining. And their guns still shoot. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. Okay, then. Plus, it beats being lynched back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Oh, yeah. Ich weiß nicht, die Laufwege sind manchmal total merkwürdig, wenn man die Kinokamera anhat, aber es funktioniert größtenteils. Gentlemen. Ui. Wie hab ich das denn gemacht? Achso, ja. Ich wollte schon sagen. Eigentlich nur mit denen sprechen. Feels like we're close. It's a rundown old plantation house. Down in the bayou somewhere. Let's take it slow. Be cautious. If, like you say, these crazies are sitting on weapons, we're gonna wanna strategize a little before getting shot at. Of course. They said find the old battlefield and keep on going. Well, we got some wrecked old Civil War weaponry. Now where are the wrecked old Civil War holdouts? You see that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Das ist genau das, was ich meine. Ist egal. Kann nicht immer perfekt sein. Ich finde es immer noch faszinierend, wie das Spiel gestaltet ist. Das ist so viel Liebe zum Detail, das ist Wahnsinn. Imagine getting caught up in a fight like this. Yeah, I don't care to. Hier können wir gut schleichen. Ich habe schon mal einen Plan, was wir da machen. Wir fangen erstmal mit der Maske an. Hold those reins in. Let's just take a look around the place. Da fällt mir auf, ich habe meinen Bogen, glaube ich, gar nicht dabei, oder? Doch. I don't think this is the place to be leaving the horses. Ehrlich nicht? Schade. Nehmen wir den Bogen mit und die Flinte. Ich scheiße aufs Repetiergewehr. Ein bisschen experimentieren. Wie kriege ich eigentlich meine Brandpfeile? Ah ja, ich habe schon gesehen. Perfekt. Anyway, you were saying. I hear you. It doesn't look like anyone's here. Oh, hier sind welche. For sure. Let's have us a nosy. Hear that? Someone's on the track. Hey. Look there, a wagon. Let's see where he's going. You're on me now. Right behind you. Let's keep our distance. Just two fellers
Out on the road. Ich wäre bewaffnet, aber... It looks like we're on to some. In der Kutsche fahren die aber extrem langsam. I think I see something. End of the avenue, between the trees. Might be it. Might be. Keep it steady. Hey, big plantation house. Must be Shady Bear. I reckon we can leave our mounts up there, off the trail. Good enough to me. Ja, sollte ausreichen. Come on. Ich nehme Pfeil und Bogen mit. Warum habe ich die Sniper ausgerüstet? We can get a view on them from that wall up there. Make sure you bring the sharpshooter. I'll take the other side. Ah, jetzt muss ich doch. Ja, geht nicht anders. Gerade, ich dachte, ich kann mal den Bogen einsetzen. Das verstehe ich gerade nicht. Ich habe doch Flintengeschoss ausgewählt. What the hell? Ich habe wirklich nur so wenig Munition. Das wird witzig. Nicht mehr repetier als Flintenmunition. Kann bald mal wieder einkaufen gehen. Will you see anything? Yes. Yes. And they're here, all right. And they're armed. Almost a militia. Hey, we came all this way, so can you look again and see if you spot anything? I know dynamite crates when I see them. You got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Just draw them into one spot, then I'll start shooting. Well, that might be the dumbest idea I've ever heard. But hey, I'm always up for a performance. You gonna make a call? Also ich denke, der sollte da hingehen. Aber wenn ich alle beisammen hab, das könnte witzig werden. Oder aufs Dynamit schießen, na gemein. Going in, kid. Give 'em both barrels a charge. Wouldn't try anything less. Das ist mal was anderes. Hoffentlich geht er nie drauf. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich bleib hier oben. Wenn er die alle hier zum Dynamit kriegen könnte, wäre perfekt. Wenn ich jetzt aufs Dynamit schießen würde, macht keinen Sinn. Hat jemand geschossen. Und noch jemand. Schießen die denn? Don't overdo it. Now, are you? Have you? Will you be saved, my brother? Praise be. Huh? Praise be! I want you out of here now, boy. Let's do this. Leider nicht viele getroffen. Aber ein paar konnte ich mitnehmen. Ja, mit der Sniper machen wir viel Schaden. What the? Das war knapp. Was die Waffe auf ihn gezogen? Boah, jetzt zieh ich schon ein bisschen voraus. Kann kein Deadeye hier benutzen, schade.
Oh fuck. Oh fuck! Ah, fuck, 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 fuck. Wenn das nicht mal knapp war. Ja, Headshot. Vom Allerfeinsten, aber hier unten war noch einer. Ah. Komm raus. Ja. Läuft, das läuft. Das ist wirklich eine halbe Armee, die wir hier besiegen. Ah, die Sniper benutzt, das machen wir sowieso so wenig. Oh, eine Sekunde verzögert. Wo will der hin? Könnte es gewesen sein. Mein Hut müsste doch bestimmt da liegen. Sounds like a plan. Oh, in einem der Wagen nicht mehr, ey, aber die armen Pferde. Repetier, repetier, keiner hat Flintenmunition. Kein Wunder, dass mir die Munition ausgeht. Adlerauge. Nichts, verdammt. Hey, this could be promise. What do you got? Bergauf, Dynamit. Hey, can you just check the crates first? Ja. We need to know what we got. Bestimmt ist, was ich gesagt habe. Here. Come on. This is full of new rifles. We can sell those, right? We sure can. We'll check the rest later. Now, come on. Let's go. Let's go, let's go. Get this back to camp. Yep. Yeah. Go, go! Let's haul! Ay, 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 ay. Wir machen so viel Stress in der Gegend, das würde jemand mitbekommen und wir werden dafür bezahlen. Wir werden wieder weiterreisen müssen. 100 pro. Na, shit, diese scheiß Idioten sind überall. Ach so, okay, ich soll die Waffen ziehen. Time for talking's almost up. We was doing some business with your brothers back there. You don't look like any kind of folk we deal with. Our business was conducted to the satisfaction of all parties. Until now, that is. Nope. No. Something don't feel. Kein Problem. Ja, schon geschossen, ey. Werd doch nicht mit den Ruber hier rumdiskutieren, ey. Leonard, Leonard, Leonard. I'm looking, alright? I can't see anyone chasing us. I should think we're out of the woods then, so to speak. Deadeye rettet die Welt. Boy, oh boy. You did good. We did it. Well, let's get to camp before saying anything like that. I know Sean's been bringing in quite a lot lately, and I wanted to... It's good to have something to show like this. Sean's a loudmouth bragger. Don't worry about what Sean does. Hey, I like him, you know? Well, so do I. That's my better judgment. Just... You worry about you. He wasn't on Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But... No, but nothing. Me and Dutch, and everyone who counts, we know what you do for this gang.
We notice. Keep it up. You're gonna start seeing things change for you. Okay, then. Okay. Thank you, Arthur. Camps in these trees up here. Let's get there. Arthur, Lenny, coming back. These are fine rifles. Right? I'm gonna keep one, just for me. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Hey, you too. Anytime, Arthur. Perfect. Bolt Action Gewehr. Hell yeah. Euch doch mal gerade nach. Schaden ist mächtig. Feuerrate eingeschränkt, ist klar. Das ist halt ein dämliches Repetiergewehr. Das hat mir Wumms hinter. Uhu. Nice. Wir haben genug. Denken wir das Lager nochmal und holen uns Munition. Los geht's.